Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Bei Vigor, da gibt es den Container und der verschlossene Container hat wirklich gutes Loot. Eigentlich immer richtig gutes Loot. Und ja, wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum der so sehr gut gesichert ist. Mit den drei Zahlenschlössern und dann den Alarmanlagen, die da dran sind. Wenn man sie aufschießt, sollte man sie nicht per Kombination öffnen wollen. Und dann gibt es ja auch noch den Mörser-Anschlag, der von oben kommt. All solche Sachen, die einem das Leben beim Plündern schwer machen. Und hinzu kommt auch noch, dass andere den Container gerne abcampen. Aber ist ja auch ganz klar, weil wenn man sich an die Schlösser ranmacht, ist man leichte Beute. Ein leichtes Ziel. All das sind Gründe, warum ich diesen Container eigentlich meide und ich auch schon oft daran erwischt wurde und Leute mich weggepackt haben, als ich es versucht habe, den zu öffnen. Wie auch immer, ob ich ihn mit Zahlenschloss aufmache oder von ein bisschen weiter weg aufschieße, man macht ja auf sich aufmerksam und ist damit im Visier. Und deswegen, ihr wisst es, wenn ihr regelmäßig zuguckt, meide ich das Teil eigentlich immer. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt eine Situation, eine Konstellation in diesem Spiel, die mir gar keine andere Wahl lässt eigentlich. Gut, ich könnte natürlich auch anders, aber im Prinzip wäre es dumm, dann nicht so zu handeln. Diese Konstellation ist nämlich eigentlich perfekt dafür, dass man den Containerinhalt safe bekommt. Also ganz sicher sich das super Loot daraus holt und dabei auch nicht stirbt. Diese Konstellation, die ist nicht oft, aber die gibt es immer wieder und ihr werdet gleich im Gameplay sehen, was ich meine. Dann ist der Container wirklich auf jeden Fall lohnenswert und relativ sicher zu plündern. Also ich habe es bisher jetzt nicht erlebt, dass das nicht geklappt hat. Hier kommt heute die Containertaktik, meine Containertaktik. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob das bei euch auch so klappt, wie ihr es findet. Und ansonsten, ja, bin ich dankbar über jeden Daumen hoch und über euer Abo. Ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Krass. Hier ist der verschlossene Behälter, krass. Ey, wenn wir ganz schnell sind... Ey, so neben dem Behälter, direkt neben dem Behälter spawnen, das ist ja wohl Wahnsinn. Komm schon, schneller, 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 schneller. Okay. Oha. Warum kommen keine Dings von oben? Ich weiß nicht, aber hier ist jemand. Schnell wieder weg. Wir haben die SVD noch drin gelassen, weil wir die ADR mitnehmen. Mehr können wir ja nicht mitnehmen. So. Das war jetzt eine Entscheidung, über die ich überhaupt nicht nachgedacht habe. Okay, wow. Gut, dass ich den gesehen habe. Das war knapp, weil der hatte mich auch schon im Visier. Das war eine Entscheidung, über die ich nicht lange nachgedacht habe, weil ich einfach nur rein in den Container und wieder raus aus dem Container wollte. Und das hat geklappt. Okay, alles klar. Also super Luck, wenn man, super Glück, wenn man neben dem Container spawnt. Allerdings, wie wir jetzt gesehen haben, spawnt man hier nicht unbedingt alleine. Deswegen erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Man muss wirklich eine Sache machen. Das zeigt es immer wieder. Wenn man neben einem Beute-Event spawnt, wenn man so ein Glück hat, dass man unmittelbar daneben direkt auf der Karte spawnt, dann gibt es nur eine Sache. Nicht eine Sekunde Zeit verlieren. Schnell sein.
Das ist echt so. Das, das merke ich auch immer wieder, dass das funktioniert. Und ich war schon langsam. Andere hätten das Schloss oben auch noch aufgeschossen. Ich nehme mal an, nur beim Schloss oben kommen die Mörser. Kann das sein? Weil jetzt habe ich ja die links und rechts aufgeschossen, aber ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass auch Mörser kommen, wenn man ein Schloss links und rechts aufschießt. Ah, wartet mal, vielleicht. Ist jetzt aber nur eine Vermutung. Wenn man das erste Schloss, das man knackt, aufschießt, kommt der Mörser. Wenn man das erste Schloss mit dem Zahlencode knackt und dann die anderen beiden aufschießt, kommt kein Mörser. Kann das sein? Zumindest war es ja gerade so. Ist das eine Regel oder ist das random? Falls ihr da mehr wisst, bin ich wie immer dankbar über eure Kommentare. So, Leute, was ist eigentlich los? Wir sind hier auf der Map und es gibt hier noch das verbarrikadierte Haus. Das wurde auch noch nicht geöffnet. Nee, der Tresor wurde noch nicht geöffnet. Das hätte ich jetzt mitbekommen, oder? Oder habe ich es verpasst? Ich glaube nicht. Auch hier gilt schnell sein. Wenn hier jemand spawnt, zum Beispiel beim Gästehaus in der Nähe, zack, rüber, Platten weg, also verbarrikadierte Holzplatten weg und Tresor öffnen. Ich glaube, hier ist jemand. Habe ich einen Ping? Nein. Die Geräusche sind echt krass auf dieser Karte. Ich kann die alle noch gar nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, das war kein echter Gunfight. Ich glaube, das war eine Attrappe. Das klang so wie eine Attrappe. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall vorkämpfen. Solange das Safehouse noch nicht geknackt ist, sollten wir auf jeden Fall dahin. Die Map ist krass. Die ist groß. Es gibt so viel Waldgebiet hier auf dieser Karte. Es hat einen ganz anderen Vibe als die zwei Wochen vorher Gröntheim. Oh, einen ganz anderen Vibe einfach. Wo? Ich habe ihn gehört. Fuck, wo ist er? Da. Oh nein, 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 nein. Fallschaden incoming. Mhm. Oha, okay, okay, okay. Der nächste hat mich schon im Visier. Er ist hier irgendwo. Ach, dieser Wald. Das ist das Problem. Ich lasse mich nicht auf irgendeinen unsicheren Gunfight ein, wenn da sich irgendjemand jetzt hingelegt hat in diesem Wald und ich mich langsam vorkämpfe, dass ich dann von dem überrascht werde und einfach in den Haufen geschossen werde. Nein, danke.
Tresor ist immer noch da. Mann, ich weiß überhaupt nicht, wo hier was ist. Puh, Orientierung ist noch schwer. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, welches Gebäude ich gerade bin. Aber 56 Metallteile ist ja mal mega nice. Vom Loot her ist die Map echt super. Ah, ich bin hier. Hier ist noch eine Kommstation. Aber das hat keinen Namen hier, okay? Abwurfzone ist weiter entfernt und nicht so in der Nähe vom Safehouse, was ich gut finde, weil... ich nämlich auf jeden Fall den Tresor mir noch holen werde, falls nicht jemand anderes auch auf die Idee jetzt kommt und früher da ist. Oder ich doch noch überrascht werde und gekillt werde. Hier ist auf jeden Fall loot-technisch echt einiges am Start, muss ich echt sagen. Da hat mein Zuschauer Jim West auf jeden Fall recht gehabt mit seinem Kommentar. Er hat gestern, glaube ich, und das Video gestern hat er geschrieben, dass Viktorsen Bahnhof auf jeden Fall eine super Loot-Map ist. Und dem kann ich absolut nur zustimmen. Jemand hat sich den Abwurf geholt, okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Wir haben aber kein Jod und wir haben aber genug Loot, um den Ausgang zu öffnen. Aber wenn, dann müssen wir jetzt langsam dahin, weil der Tresor dauert einen Moment, bis der offen ist. Und ich muss dann ja auch noch raus. Und zum Ausgang kommen. Und von wo kommt die Strahlung? Das ist schon mal gut, dass die von oben kommt und ich dann runter zum Ausgang gehe. Ich nehme mal an, ich habe genug Materialien dabei, um den verschlossenen Ausgang zu öffnen. Ich hoffe nur nicht, dass es hier einen Tresorcamper gibt. Oder ich habe es verpasst und der Tresor ist schon längst... das Fenster ist offen. Der Tresor wurde doch schon geplündert. Ja, Tresor ist offen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, habe ich es tatsächlich mal wieder verpasst, dass der Tresor geöffnet wurde. Das war wahrscheinlich auch ganz am Anfang, oder? Als ich nämlich noch mit dem Container beschäftigt war, würde ich mal sagen. Ist das bestimmt passiert und ich habe es nicht mitbekommen. Gut, okay, jetzt aufpassen. Nicht das ganze Loot jetzt verlieren. Das wäre wirklich sehr, sehr bitter, wenn wir jetzt auf den letzten Metern hier noch sterben und all das Loot verlieren. Oh Mann, deswegen... ich meine, ich habe gutes Loot. Da liegt eine Deathbox. Okay. Tomate klingelt. Der Abwurfträger wurde gerade... nee, doch nicht. Ich dachte gerade, der Abwurfträger wurde in den Gunfight verwickelt und ist gestorben, aber... der läuft immer noch. Der schafft's wohl, okay. Dann gibt's da hinten Gunfights. Ich gehe zu dem Exit, der noch zu ist. Das Risiko, dass hier jemand ist oder wartet, ist ziemlich gering. Aber gering ist, ist nicht kein Risiko. Deswegen
Aber Raben müssten eigentlich auch bei diesem Exit dann ja starten. Und das tun sie nicht. Okay, jetzt hoffe ich nur, dass ich genug Materialien dabei habe, um den Exit zu bezahlen. Draht. Habe ich Draht? Ich weiß gar nicht. Ja. Warte mal. Der Ausgang ist jetzt offen. Ach, hier oder was? Ja. Ach, hier ist das Tor. Okay, das ist aufgegangen. Alles klar. Ah, sehr gut. Kann ich nicht weiterrennen? Doch. Das ist aber wirklich... Oha. Krass. Geschafft. Komischer Exit, aber... Gute Runde. Ich muss mich warm spielen auf Viktorsen Bahnhof. Und das wird, das wird. Also mit dem Spawnpunkt am Anfang natürlich super Glück gehabt. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich nicht jede Runde so. Aber wenn man da am Anfang pennt, dann ist auch die Chance da nicht unbedingt sicher, dass man sich dann den verschlossenen Behälter unter den Nagel reißt. So, ansonsten seht ihr, es gibt... viel XP, fast 10.000 wieder, 8,4k Beutewert, 2 Kills, schön was mit nach Hause genommen. Ich würde sagen, der Ausflug, der hat sich gelohnt. Das kann nicht wahr sein. Ich starte wieder direkt beim verschlossenen Behälter. Wow. Und wieder heißt es schnell sein. Aha, jetzt kommen Mörser. Okay. Und wir hauen wieder ab in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Und zack. Puh. Container gehört mir. Hier ist noch der Tresor mit Zeitschloss. Also im letzten Video habe ich ja darüber nachgedacht, ob der Mörser-Anschlag nur kommt, wenn man zuerst ein Schloss aufschießt und nicht das Zahlenschloss knackt, aber es scheint doch random zu sein. Zum Glück schützt einen der Container, wenn man reingeht, vor den Mörserattacken. So. Also, Container gehört mir, aber noch ist hier gar nicht sicher. Okay, guck mal, jetzt ist jemand beim Container. Also zwei sogar. Oh, oh, oh. Hier wurde auf mich geschossen. Oh. Also, da liefern sich gerade zwei Leute in Gunfight am Container. Wie ihr seht. Ich war so schnell, ich war schon wieder weg, da waren die noch nicht mal da. Puh. Hoffentlich klingelt jetzt nicht die ganze Zeit dieser Alarm. Es gibt so einen Bug, dass manchmal Alarmanlagen nicht aufhören zu jaulen. Ich glaube, es ist wieder soweit.
Sie hört nicht auf. Ich hoffe, wir hören es gleich nicht mehr, wenn wir weiter weg sind. Es ist super nervig. Das heißt schon lange nicht mehr, dass eine Alarmanlage durchjault, okay? Es gibt's also immer noch. Guck mal, der Tresor mit Zeitschloss ist hier auch im Eck, aber... Oh, jemand hat den spontanen Abwurf gefunden. Wo? Da oben. Oh, okay, der wird jetzt direkt raus, alles klar. Die Sache ist die... Das zweite Beute-Event jetzt auch noch klar machen, ist riskant. Da lief er nichts an hier lang. Sorry, Bro. Ey, mein Gefühl sagt mir, der Tresor mit Zeitschloss ist gerade zu riskant. Ich höre auf mein Gefühl. Ich höre mal eben auf mein Gefühl. Die Munition von der ADR haben wir auch mit eingepackt. Können wir aber erstmal mitbehalten. Lösche ich dann eventuell gleich nochmal raus. Der Alarm. Ich glaube, ich werde ihn hören, wenn ich hier bin. Wenn ich. Warte mal, der weiteste Punkt wäre hier. Oder kommt man hier überhaupt hin? Das sind Berge wahrscheinlich. Hier kommt man gar nicht hin. Der weiteste Punkt wäre dann wahrscheinlich vom Alarm weg. Doch hier so. Ja, sagen wir mal hier. Hier wäre der weiteste Punkt von dem Alarm, von dem Auto. Lass mal versuchen, dahin zu gehen. Oh! Jemand ist beim Signaldetektor, der direkt vor mir ist. Mhm. Hier ist der Wasserfall. Ja, alles klar. Oh, man kann nicht hoch. Ah, okay. Der Wasserfall ist eine Einbahnstraße. Hier könnte man höchstens hin, auf diese Aussichtsplattform. Okay. Airdrop kommt auch gleich.
hinten ist der Detektor. Ganz ehrlich, ich will auf jeden Fall zum Detektor. Es landen übrigens zwei Drops, ein Fake auch. Okay. Aber Airdrop kümmert mich gerade nicht so. Ah, man kann auf die Container hier so rüberklettern. Wow. Da gab es gerade eine Detonation. Und die Alarmanlage, man hört sie ganz leicht in der Ferne noch. Ich will auf jeden Fall den... Noch eine Detonation. Ich will den Sigi benutzen. Ich nehme mal an, da hat jemand gerade den Fake geöffnet und jetzt den... Jetzt den echten Abwurf. Und beide hatten eine Bombe drauf. Meine Vermutung. Okay, Digga, los, scheiß drauf. Riskant oder nicht, wir müssen es ja machen. Oh Gott. Okay. Okay. Einer ist hier im Exit. Einer eiert hier noch lang. Strahlung kommt gleich von oben. Und einer ist hier. Also, Tresor mit Zeitschloss. Wollen wir das noch versuchen? Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich habe. Wir können es probieren. Munter Känguru, let's go! Dieser Alarm, ist der eigentlich auch bei allen anderen zu hören oder ist das ein Bug für mich nur exklusiv? Höre nur ich die ganze Zeit. Oh Mann, Tomate kommt schon. Ey. Schaffen wir nicht mehr. Die Strahlung wird mich fressen. Wir gehen gleich wieder zum Ausgang. Wir sperren ihn wieder auf. Solange gucke ich mir mal ganz kurz nochmal eben hier oben dieses Gebiet an, mit der Aussichtsplattform beim Wasserfall. Wo kommt man denn hier so lang? Hier ist nämlich auch noch... Ah, guck mal hier. Ist ein ganzer Weg. Oha, hier sind überall so kleine Wege und kleine Häuser und so weiter. Okay. Hier gibt es noch ein bisschen Nahrung. Die nehmen wir noch mit. Oh, was haben wir hier noch? Oh, von mir aus. Okay, komm, wir machen uns langsam auf den Weg zum Exit, weil... Strahlung darf man nie unterschätzen und die Laufwege sind dann doch schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall sollten wir jetzt das Loot, was wir haben... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Autsch! Das Loot, was wir haben, in Sicherheit bringen. Wir können ruhig nochmal durch die Scheune durch hier. Ja doch, gehen wir nochmal kurz.
Ich glaube zwar nicht, dass hier noch was ist. Ich denke mal, hier wurde schon gelootet. Hier ist nichts. Aber noch ein bisschen Dünger. Guck mal, man findet immer noch mal ein bisschen so ein paar Reste. Und da ist schon die Strahlung, seht ihr? Also hätte ich mich jetzt dann noch lange mit den Tresorschlössern, also den Schaltern beschäftigt, meine ich. Die Strahlung hätte mich gekillt. Ich habe auch gar kein Jod dabei. Aber ich habe zwei Detektoren bekommen. Nice. Habe ich gar nicht mitbekommen. Es waren zwei Detektoren. Hätte ich das vorher gewusst. Oh Mann. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders gespielt. Ich habe gar nicht gecheckt, dass da zwei Detektoren drin waren. Ah, ich war wieder so im Tunnel. Sagte er, während er in einen Tunnel geht. So. Jetzt gucken wir mal, ob das wieder 20 Draht kostet oder nur 10 Draht, okay. Und jetzt geht das Tor auf. Und jetzt sind wir in Sicherheit. Aber oh, dieser Weg ist ja kaum... Ich komme gar nicht weiter, egal. Ich wollte mal wissen, wie weit man in den Tunnel reingehen kann, aber... Jan-Jugo schafft es nicht mal ein paar Schritte rein. Einfach zu breit gebaut. verschlossener Behälter entriegelt, weil ich wieder direkt daneben gespawnt bin, war es mal wieder die richtige Taktik direkt drauf, keine Zeit verlieren. Und ich glaube, die Taktik, erst das obere Schloss knacken und beide aufschließen, ist die beste, weil wenn dann nämlich der Mörder kommt, kann man sich schnell rein verstecken und ja, fast wieder 8.000 Beutewert. Gut Loot mitgenommen. Ich bin zufrieden. Gute Runde. Wenn ihr das auch so seht, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten freue ich mich auch, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute. Ciao.